Neues Balkonkraftwerk am Start mit Akkuspeicher. Ich zeige euch, wie ich das Ganze aufbaue und vor allem gucken, wie man das Ganze mit dem Akkuspeicher sinnvoll in Home Assistant umsetzt. Sind schon ziemlich groß die Paneele, oder? Was meint ihr? Größer als meine alten. Wir sind ja umgezogen, deswegen habe ich nicht mehr das Balkonkraftwerk meines Nachbarns. Deshalb finde ich es so geil, dass ich jetzt auch einen Akkuspeicher habe. Jetzt bauen wir das Ganze mal auf. Das geht super einfach. Viel einfacher als erinnert euch. Ich habe das ja früher aus Holz gebaut. Aber guckt mal, ich habe hier gerade den Winkel falsch eingestellt. Guckt euch die All Black 445 Watt Peak Module an. Die sind richtig nice. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt können wir nämlich zur Powerbank gehen. Die werden jeweils so verkabelt. Eine Powerbank, ihr könnt es hier oben sehen, fungiert quasi als Zwischenstecker zwischen Solarpaneele und Mikrowechselrichter. Wir starten hier zwei Paneele rein, ein Ausgang raus vom Wechselrichter. Also zweimal 445 Watt Peak pro Solarbank gehen rein, das Ganze mal zwei. Und danke an die Entwickler, die hier das Ganze in GitHub veröffentlicht haben. Ihre die könnt ihr euch über HACS runterladen. Das Ganze habe ich auch Link in Bio genau erklärt in einem langen Video. Und dann sind die ganzen Werte da, die eure Solarbank alles liefert. Ich finde es richtig cool.